Servus, liebe Freunde der Sonne, willkommen zurück. Es ist schon etwas länger her bei Ashes of Avalon. Kapitel 4 ist endlich draußen. Jedoch eine kleine Anmerkung. Ich weiß nicht mehr ganz, wo wir waren, zumal ich auch neu angespielt habe, da ja neue Kapitel rauskamen für 1 bis 3, wegen Änderungen. Zum Beispiel siehe hier, Inventar, es gibt ja Mana und Heiltränke jetzt hat. Und es hat sich vielleicht ein bisschen was im Verlauf der Geschichte verändert, was man an Rüstung kriegt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich jetzt alles neu habe. Wahrscheinlich das Offizierschwert, was man eins kriegt. Nachdem man den Sir Monet, ihn hier, mitnehmen kann, ist in seiner Truhe, die man dann öffnen kann, nachdem er dabei ist, ein Offizierschwert drin. Drum, schauen wir mal. Ich glaube, das müsste ich schon gemacht haben, als wir mit Sir Nathan gesprochen haben über die diese Steppengeister. Was es noch ein paar Trainingspunkte gibt. Dem werden wir gleich mal berichten, aber zuerst legen wir mal los mit Kapitel 4. Ein neuer Tag bricht an, Sir. Ich melde mich wieder zum Dienst. Das trifft sich gut, dass ihr schon so früh wieder hier seid. Ich habe ein Anliegen, das auch euch persönlich betreffen sollte. Ihr werdet heute im Hafen Avalons erwartet, denn dort wird euch Captain Grindbeard mit seinem Schiff nach Nissos bringen. Ah, das Reich der Seeleute. Was genau gibt es dort zu tun und warum geht es dort unter anderem auch um mich? Ich werde einfach mal ohne lange Vorreden den Grund dafür nennen. Euer totgeglaubter Vater ist dort aufgetaucht. Wer soll dort aufgetaucht sein? Ihr habt schon richtig gehört, mein Junge. Nach der ersten Schlacht gegen den alten Nekromanten sind damals angeblich beide gestorben. Der Körper eures Vaters blieb allerdings verschwunden. Niemand hat ihn jemals finden können. Aber ein paar Soldaten, die damals überlebt haben, berichteten später, dass sie ihn sterben gesehen haben. Das ist schon ziemlich seltsam und wirft einige Fragen auf. Das stimmt. Zum ersten, angenommen, er hat damals überlebt. Wieso ist er dann verschwunden und nicht mehr in Avalon aufgetaucht? Er hat ihn schließlich von den Machenschaften des alten Nekromanten befreit. Und zweitens, warum haben die Soldaten, die uns vom Gegenteil berichtet haben, wirklich gesehen? Zu guter Letzt natürlich noch, warum er jetzt in Nissos wieder aufgetaucht ist. Das ist auf jeden Fall mein Auftrag. Das muss ich herausfinden. Vergesst aber nicht, dass ihr auch noch etwas anderes herausfinden müsst. Die Generäle Nissos haben uns ihre Unterstützung vor kurzem verwehrt. Ohne genaue Erklärung haben sie uns eine Botschaft überbringen lassen, dass sie unser Bündnis nun ablehnen. Es scheint immer schlimmer zu werden. Hoffentlich lässt sich das diesmal besser lösen als zuletzt mit den Nagas und den Echsenmenschen. Ja, wir erinnern uns, Kapitel 3... zu versuchen, mit beiden, sowohl Nagas als auch Echsenmenschen, ein Bündnis einzugehen, ging schief. Und nun sind beide verfeindet mit uns. Das hoffe ich auch. Ansonsten sieht es sehr düster aus. Also findet ihr was über das Auftauchen des Vaters und Gründen generell das Bündnis mit uns aufzuheben heraus. Eine letzte Frage noch, Seragon. Können mich andere Avalonier begleiten? Nun ja, ich glaube, diese Frage ist letzten Endes eigentlich ziemlich obsolet, weil wir so oder so viele Leute dabei haben. So. Als ich mich heute am frühen Morgen bei Seralcon meldete, ahnte ich noch nicht, welch seltsame Überraschung auf mich wartet. Ich erfuhr, dass mein totgeglaubter Vater plötzlich bei den Seeleuten in Nissos aufgetaucht ist. Auf jeden Fall muss ich herausfinden, was in der Geschichte dran ist, zumal einige Soldaten damals vom Tod meines Vaters berichteten, während auch der alte Nekromant im Kampf gegen ihn fiel. Nun gut, die Leiche meines Vaters wurde auch nie gefunden und demzufolge wurde ihm kein richtiges Begräbnis zuteil. Ferner wurde mir berichtet, dass die Nissosianer einen Groll gegen uns hegen und uns nun im Moment jegliche Hilfe unterlassen werden. Dies ist auch ein Grund, warum ich nach Nissos über den Fuel aufbrechen werde. Die Reise wird bestimmt länger als einen Tag dauern, bin ich mir sicher. Ob es da vielleicht einen Zusammenhang zwischen den Auftauchen meines Vaters und den Problemen mit den Nissosianern gibt? Ich hoffe es nicht, aber mein Gefühl sagt mir etwas anderes. Nun ja, ich werde es bald herausfinden. Bevor wir aber jetzt wirklich nach Nissos aufbrechen, wollen wir ja noch dem Senator Bescheid geben, dass wir dem Seralcon Bescheid gegeben haben über unsere Erkenntnis über die Steppengeister. Einfach zur Vollständigkeit halber. Außerdem gibt es noch eine kleine Sache, die ich auch noch weiß, mit dem Sir Frollo, der etwas irgendein Groll hegt gegen uns. Dafür aber wiederum brauchen wir genug Auffassungsgabe. Ich meine, 23, die müsste ich aber auch zusammenbringen durch diese dunkle magische Tunika und schwarze magische Hose, die wir dem
Marlon, beziehungsweise Orlan, je nachdem halt, wie der heißt, beziehungsweise wie sein richtiger Name ist. Die haben wir dadurch bekommen, nach seinem Tod im Bergfried. Und damit müssten wir eigentlich auf 23 Wahrnehmung kommen. Jo. Und damit könnten wir mit dem Sir Frollo eine Gesprächsoption erhalten, um in dieser Geschichte ein bisschen weiter zu kommen und noch ein, zwei Trainingspunkte zu erhalten. Ihr haltet euch vielleicht für ein Ass, aber deswegen habt ihr noch lange nicht die Erlaubnis, hier herumzuschleichen. Was könnte ich davon haben, dass ich hier rumschleiche? Habt ihr etwas zu verbergen? Das ist die Option, die man kriegt. Ich bin euch keine Rechenschaft schuldig. Geht bitte eures Weges. Blopp. So. Und jetzt haben wir Sir Frollo, könnte es etwas verbergen. Ich sollte diesmal bei Sir Ralkon melden. Nun, das werden wir gleich machen. Jedoch aber gibt es hier oben noch eine Aufgabe, die wir natürlich machen werden, weil die ganz interessant ist. Das hat sich damit... Ach, ich verrate nichts. Wir sehen es gleich. Nur nicht immer zu viel spoilern. Und zwar müssen wir da ins rechte untere Eck. Und wenn wir uns vielleicht noch erinnern, dort war der Offizierschmied. Wir reden mal mit ihm. Was führt euch heute zu mir, Rucksack Sepp? Nun, ich bin zufällig vorbeikommen, um nach den Rechten zu sehen. Ich habe einen Auftrag, ein Schwert, das noch unbedingt für Sir Loctard fertiggestellt werden muss. Leider habe ich heute Morgen meine Hand verbrannt und er will sein Schwert so schnell wie möglich haben. Die Mönche sagen, dass die Behandlung der Verbrennung noch einige Zeit dauern wird. In diesem Zustand werdet ihr wohl kaum rechtzeitig fertig werden. Darf ein Laie helfen? Ich habe in meiner Kindheit ab und an mal geholfen, so hart kann das nicht sein, oder? Nun, ich denke, es wäre möglich, wenn ich euch sage, was genau ihr tun müsst. Schmieden ist ein Handwerk und Kunst zugleich. Zeigt die Grundlagen des Schmiedens, na, nehmt den Hammer und geht zum Ofen damit. So, jetzt müssten wir einmal ein bisschen Platz schaffen. Das kann ich wieder zurück anziehen und den auch wieder. Genau. Und dann ziehen wir mal den Hammer an. Was übrigens auch noch neu ist, ist, dass die Bastardschwerter im Inventar um ein, zwei Punkte länger gemacht wurden. Damit die ein bisschen... Weil die waren davor recht kurz. Einfach nur zu logisch, also auch mal so eine kleine Nebeninfo noch. So, und dieser Schmiedehammer macht Spezial 1 bis 4. Also eher recht schwach. Jedoch aber ist genau dieser Spezialschaden so gemacht worden, dass man das Schwert dann hämmern kann, nur mit diesem Hammer und nicht irgendwie mit dem Schwert. Wir sehen gleich warum. So. Der Ofen brennt. Da ist das Offizierschwert mehr oder weniger als Gegner, was wir schieben müssen. Und es hat mehr oder weniger gegen jede Art von Schaden Resistenz, außer Spezial. So. Das neue Schwert wurde geschmiedet, Normans Offizierschwert. Und der Hammer ist auch wieder weg. Sehr gut. Damit haben wir jetzt geschmiedet und wir sprechen mit Norman über den Erfolg. Nickt. Ja, so stelle ich mir das vor. Oh, wie dankbar ich euch bin, Rucksack Sepp. Ich biete euch einen Teil des Lohnes für die Reparatur an. 15 Kronen. War mir eine Freude, Schmied. Ich denke, ich habe die Grundlagen des Schmiedes gelernt. Somit war es definitiv ein guter Zeitvertreib für mich. Gut, das heißt, wir müssten auch einen Titel erhalten haben. Grundlage des Schmiedens, Erholung, Angriff, minus 1. Okay, besser als gar nichts. Ich besuchte heute mal wieder Norman. Ich erfuhr von einem kleinen Unfall seinerseits, was es ihm im Moment unmöglich macht, seiner Arbeit nachzugehen. Die Mönche sagen, er müsse eine verbrannte Hand noch schonen, da die Verbrennungen noch nicht ausgeheilt sind. Es müssen unheimliche Schmerzen sein, die er da hat. Hoffentlich haben die Mönche Schmerzmittel für Norman. Ich bot ihm meine Hilfe an, zwar bin ich kein Schmied, aber mit seiner Hilfe dürfte das machbar sein. So war es dann auch. Norman war überglücklich über das gelungene Schwert, er bot mir einen Teil seines Lohnes an, was ich auch dankend annahm. Letzten Endes war es eine interessante Erfahrung, die ich gemacht habe. Nun weiß ich nicht nur Dinge über den Waffenkampf, sondern auch, was über die Herstellung der Waffen dahinter steckt. Gut. So, jetzt haben wir hier alles erledigt. Wir werden jetzt
in den Hafen gehen. Dafür allerdings müssten wir zuerst, logischerweise, den erkunden. Wir können also nicht direkt mit dem schnellen Burgwechsel in den Hafen gehen, ist klar. Und hier geht's weiter. Zuerst sind wir im Hof der Händler. Also hier drin. Und dahinter ist der Hafen. So. Da natürlich der Hof der Händler ist, werde ich mir überlegen, ein paar Sachen zu verkaufen. Jedoch spare ich mir das nochmal, weil es könnte sein... Nee, das mal... Na, egal. Wir machen es jetzt. Permodring. Und Ring der Magieschutz. Dann haben wir plus 5 Charisma und damit können wir Sachen billiger kaufen und verkaufen. Schauen wir mal, was der hat. Der hat die weißen Rüstungen, und zwar die feinen. Das heißt, die sind schon ordentlich besser jetzt, weil die haben überall hier einen Zweier stehen und gehen hier auch nochmal in den Prozentsatz deutlich höher. Wenn wir es mal vergleichen mit den Beinschienen, sind wir bei 1,8, 1,7, 1,8, 1,6. Jetzt haben wir 2,9, 2,11. Schon deutlich besser. Aus diesem Grund, ich denke mal, wir werden diesmal weiß nehmen. Also 1, 2 ist natürlich auch nicht billig. 3, 4, 5, 6 und 7. So, damit hätten wir ein Rüstungsset komplett. Jetzt müsste ich allerdings mal das ganze Zeug hier ablagern, weil das ist die alte Rüstung, die wir nicht mehr brauchen dann. Und die werde ich dann zwischenzeitlich bei irgendeinem anderen von denen abladen. So. Das und das und das. So, die schmeißen wir raus dabei. Und der stellt sich so schön dahin. Das heißt, wir können ihn gleich schon mal hier aufladen. So, jetzt glaube ich aber, habe ich den Helm noch nicht. Da ist er ja. Damit sind wir schon ordentlich stabil. Jedoch haben wir zu viel Beschränkung, um dieses Offizierschwert zu führen. Mit dem Ring der Meditation dürfte sich das aber wieder ausgleichen. Jedoch sind wir ja noch nicht fertig. Halt, wir verkaufen. Und zwar die Überjacken mal. Aber den möchte ich jetzt noch nicht unbedingt verkaufen, nur wenn es sein muss. So, das Bastardschwert abgenutzt. Hä? Ach ja. Das kann ich natürlich verkaufen. Zack. So. Dann werden wir mal beim nächsten Händler schauen. Zack. Der ist einer für Bogen. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob der Kerl einen Bogen wechseln kann. Kann er nicht. Jedoch hat der ein paar Sachen, die man vielleicht noch besser machen könnte. Wir schauen mal, weil wir haben hier schwarze verstärkte Lederhandschuhe. Ich glaube, die werden wir mal kaufen. Und ansonsten erstmal nicht. Wo ist denn jetzt? Da ist er. Damit sollte er, halt, falscher Typ, ein bisschen stabiler sein. Und was haben wir hier? Wir haben hier den Bereich auch wieder mit feinen Kürassen. Und hier sind wir bei normalem Stahl. Werde ich mir mal merken, weil unsere Mitstreiter, die zwei hier, der Sir Adam und Sir Monet, sollte auch eine bessere Rüstung erhalten. Zumal wir erstens genug Geld haben und zweitens, sonst brauchen wir sie nicht mitnehmen, weil sonst werden sie zu schnell verrecken. Welpen, verschwindet! Ich will mit niemandem reden. Mir scheint, ihr habt ein Problem. Vielleicht wollt ihr darüber reden. Ich bin, nein, besser gesagt, ich war Seemann. Allerdings vertrage ich den Wellengang nicht mehr. Die Mönche raten mir, dass ich meinen Traum den Rücken kehre und mir eine andere Beschäftigung suchen soll. Ich kann es aber nicht. Ich verstehe, das scheint wirklich ein sehr harter Schicksalsschlag zu sein. Das Segeln war mein Leben, zumal ich auch meinen Teil für Avalons Erhalt dazu beitrug. Vielleicht könnt ihr dies auch anderweitig tun, im Hafen als Lagerist. Ah, das sieht schlecht aus. Im Hafen haben wir genug Leute. Da werde ich so schnell nichts finden. Da wird sich so schnell auch nichts ändern. Gut. Ein trauriges Schicksal.
Uns aber eigentlich wurscht. Haha. Der Siegfried. Ah, der hätte die rubinroten Sachen für uns gehabt, aber wie gesagt, wir wollen jetzt in Weiß bleiben. Hier haben wir auch wieder die Stahlsachen. Oh, sogar schweres Kettenhemd. Und sogar die Kettenhose. Na, die kaufen wir gleich mal. Weil die verrostete ist doch nicht schlecht, aber die ist besser. Wer hätte es gedacht. So, dann verkaufen wir vielleicht... Ne, wir verkaufen noch nichts. Wir schauen uns mal weiter um. Hier haben wir noch einen. Sehr wahrscheinlich schwarze Rüstung. Wer hätte es gedacht. Schweres dunkles Kettenhemd. Gut, wir haben genug Kronen. Um auch später noch mit den... die auszurüsten. Wenn es um etwas Geschäftliches geht, redet mit Hubert, meinem großen Bruder. Ich bin übermüdet und brauche meine Ruhe. Okay. Dann halt nicht. Der Morgen haben wir auch noch. Was sagt der? Falls ich einen Tipp geben soll, im Hafen geht es gerade ziemlich zu, da eine Reise nach Nissos geplant ist. Absolut unberechtigt meiner Meinung nach. Nur weil wieder so ein Liebling von Seralken eine Luftveränderung braucht. Okay, gut. So. Er hat anscheinend Waffen. Ein Offiziersschwert. Und Gildor. Ah, das ist so ziemlich die beste Zweihandwaffe. Die werden wir uns kaufen. Ein Offiziersschwert auch. Hm, fein Kampfschild. Werden wir mal die schwere Stahlkeule holen. Das ist die verbesserte Version der Stahlkeulen. Was den Schild angeht, vielleicht hat der ein Avalon-Schild. Weil ich möchte ein Avalon-Schild. Ha, hat er ja. Hihi. Und das Silberne kaufen wir uns auch. Zack. So. Jetzt haben wir doch deutlich viele Sachen, die wir nicht mehr tragen können. Hm. Blöd. Ich habe jetzt noch ein Offiziersschwert. Das heißt, ich werde einmal so tun, dass wir zwei Offiziersschwerter tragen können. Gut. Dem habe ich schon geredet. Brauchen wir noch ihm hier. Was hat er? Ja, der hat wieder Sachen für... Oh, interessant. Sachen für Bogenschützen. Sogar auch mit anderen verschiedenen magischen Pfeilen. Es dürfte sogar gehen, dass ich bei ihm den Köcher austauschen kann. Sehr gut. Weil dann werde ich ihm mal... Was nehmen wir? Nehmen wir... Eispeile. Zack. So. Gut. Dann haben wir das auch. Ich muss jetzt langsam mal ein bisschen was verkaufen hier. Aber einen Händler gibt's noch. Sehr wahrscheinlich Magie. Und wir haben hier Sachen für einen Magier. Die könnte man sich kaufen, wenn man Magier ist. Wer hätte es gedacht? Wir haben noch Heiltränke. Heiltrank werde ich meinen... Ja, ich kaufe sie. Egal. Davon kann man nie genug haben. So. Und dann werden wir mal schauen, dass wir unsere Leute aufrüsten. Das heißt, ich werde mal bei ihm hier ein bisschen was kaufen. Hm, kaufen, kaufen, kaufen. So, wie nehmen wir den? Nehmen wir zu Adam. Zack. So, ich hoffe, dass die Beschränkung nicht zu hoch wird. Ah, sie wird kaum höher, das ist gut. Mit Stahl, ja, die nehmen wir. Armschienen aus feinem Stahl nehmen wir auch. Und langsam geht unser Geld drauf, gell? So. Ups, jetzt hat er schon zu viel Beschränkung. Sollte aber auf Dauer, glaube ich, nichts machen, weil wir müssten noch irgendwann Ausbildung auch für die Leute bekommen. So, jetzt schauen wir mal für einen Sir Monet, dass der auch Sachen kriegt. Ein paar Kronen haben wir ja noch. Schulterschutz, dann die Beinschienen, Panzerhandschuhe, den Kürass und die Stiefel. Ups.
Ja, wir haben jetzt wirklich nicht mehr viele Kronen. Die wird wieder verkauft. Die werden verkauft. Den Köcher verkaufe ich mal. So, jetzt gehen wir mal zum Zeremonie. Oh, der hat sogar die weißen Sachen. Da habe ich ihm, glaube ich, jetzt die falschen Sachen gekauft. Theoretisch. Aber das ist mir jetzt wurscht. Auf jeden Fall. Hatte ich eigentlich irgendwas vor? Jetzt darf ich bloß nicht durcheinander kommen, weil die Sachen schauen ja alle gleich aus. Weil der Sir Adam hat, da möchte ich zumindest so viel muss sein, dass man die gleichen Sachen behält. So. So und so und so. Jetzt sollte das passen. Gut. Die auch. Die auch. Die da. Die da. Und die da. Jetzt dürfte alles fein sein. Schaut gut aus. Und er könnte sogar noch ein paar mehr Sachen tragen, dann. Was auch gut ist. Für mehr Rüstung. So. Jetzt überprüfen wir bei Mr. Adam nochmal, ob alles stimmt. Passt. 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 Passt auch. Passt auch. Und das passt nicht. Ich habe sie nicht gekauft. Alles klar. Hä? Okay, Freunde, das ist jetzt ein bisschen dubios. Ich dachte, ich hätte irgendwo Panzerhandschuhe gekauft, die er aber nicht hat. So, wir könnten noch ein schweres Kettenhemd kaufen. Für ein Zeremonie. Was ist gerade ziemlich dumm war, weil ich nämlich noch eins drin habe. Ich Vollidiot. Egal. Dann muss ich wahrscheinlich hier die Panzerhandschuhe vergessen haben. Hä? Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich tatsächlich. Weil ich es nicht habe. Egal, wir werden jetzt mal einen Cut machen. Ich mache hier das wahrscheinlich offline noch ein bisschen fertig, dass die Ausrüstung besser stimmt. Und dann sehen wir uns das nächste Part wieder. Ich hoffe, dieser kleine Einstieg ins Kapitel 4 hat schon mal gewissermaßen neugierig gemacht. Und wir sehen uns dann im zweiten Teil von Kapitel 4 wieder, wenn wir dann in den Hafen gehen und nach Nissos schippern. Bis zum nächsten Mal. Adios.